Das ist der Blick für heute Abend. Wir nehmen euch mit auf eine 5-tägige Trekking-Tour entlang des Sörmundsleden, durch die malerischen Wälder Südschwedens, entlang stiller Seen, eingehüllt in mystische Nebelschwaden, weite Landschaften, die die Seele beruhigen. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Ja, vorhin den perfekten Moment, in dem es draußen wirklich die Wolken, den Nebel, die Kälte, den Kaffee. Und Matthias meinte noch schon zu mir, willst du nicht rauskommen? Ist so schön draußen, du musst das unbedingt dir anschauen. Und wir haben gestanden und dann stand Matthias plötzlich vor mir und hat gefragt, ob ich ihn heirate. Ja, und was total schön ist, also erstmal hier ist der Ring. Da. Und aber auch, ich habe schon wieder Tränchen in den Augen, weil wir halt mit Schweden auch so schöne Momente verbinden und ja, das anscheinend nicht, also uns beiden so geht, dass Matthias heute Morgen den Moment genutzt hat und quasi aus dieser Kulisse nochmal einen noch einmaligeren Moment gezaubert hat, ja. Ja, für mich war es eigentlich klar, dass ich das irgendwie bei unseren Autoabenteuern machen muss. Ja. Weil die uns so verbinden. Das stimmt. Bei 3 Grad? Ja, bei 3 Grad Außentemperatur. Morgens um 7. Ja, aber ich finde, es war total passend. Also es hat alles so gepasst und kann man sich nicht schöner vorstellen. Ja. Wir haben zusammengepackt und brechen jetzt auf zur heutigen Etappe. Ja, und wir haben heute hoffentlich mehr Glück. Da hinten scheint die Sonne durch und es ist trocken, also sind frohen Mutes. Aber noch ein Blick auf diesen wunderbaren Spot. Ja. Auf wie geht's? Mega schön. Einfach nochmal die andere Perspektive zu sehen. Hier eben schon Kanufahrer hier entdeckt. So toll, wieder die Pilze. Gleich wieder an so vielen Giftpilzen vorbeigekommen. Aber die sehen einfach super malerisch aus, wenn man hier überall diese kleinen Fliegenpilze, die halt wie im Bilderbuch sind, wirklich. Richtig toll. Richtiger Herbst. Wie kalt es noch ist. Ich glaube, ich kann mit der Kamera gar nicht einfangen, wie toll es hier ist. Man hat ein unglaublich schönes Licht-Schattenspiel zwischen diesen offenen Passagen und dann den Waldpassagen. Wie die Sonne gerade steht, perfekter Winkel, wie der See da vorne glitzert, dieses laue Lüftchen. Die Nässe von gestern ist schon wieder vergessen. Es ist einfach richtig toll gerade. Wir haben jetzt hier nochmal unsere Zeltplanen ausgebreitet zum Trocknen und werden die hoffentlich in der Mittagssonne trocknen, machen wir nochmal kurz ja, Rast. Aber ich habe eben zu Matthias gesagt, es ist das erste Mal, dass wir das machen, seit wir zusammen auf Trekkingtouren gehen, weil wir sonst immer schlechtes Wetter oder halt, was heißt schlechtes Wetter, es war einfach regnerisch oder halt nicht so sonnig und heute strahlt. Richtig schön. Ja, nicht nur die Sonne, sondern auch wir.
Auch in der Wildnis muss es ein bisschen Luxus geben. Darum gönnen wir uns jetzt eine Tafel Schokolade. Ich muss auch sagen, ich bin total gespannt auf die Crunchy Nut, weil die hatten wir noch nicht. Okay, es wird einfach Fallnuss sein. Aber hey, richtig cool. Da freue ich mich drauf. Und der Ausblick ist immer noch Wahnsinn. In den Wald hineingucken. Das heißt, es macht auch umso schwerer zu sehen, ob sich da irgendwas gerade versteckt hat. Und ja, wir sind nicht die Leisesten. Also ich habe eben versucht, mal nicht zu reden, so 2-3 Minuten. Waren es 2-3 Minuten oder waren es ein paar Sekunden? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist schon, es ist schon so ein bisschen der Nervenkitzel. Ist da was oder ist da nichts? Beobachtet los uns. Und auffällt, sie machen immer genau auf dem Weg. Der Wald ist so groß und die Haufen liegen immer direkt vor uns auf dem Weg. Tja, das ist ein ganz anderes Wandergefühl jetzt so, wenn es so trocken ist und nicht regnet. Und man nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, der ganze Rucksack ist schon durch. Und abends ins nasse Zelt kommt, sondern einfach hier auch mal stehen bleiben kann. Da stehen geblieben, weil ich Geräusche gehört habe. Aber teilweise ist es, also man weiß, dass es ein Vogel ist, aber man kann ihn nicht lokalisieren und dann sieht man irgendwer so einen Vogelschwarm vorbeifliegen. Aber ich denke immer, Gott, vielleicht ist es doch ein Rentier, was ich. Ja, da steht Wasser. Ja. Also, wenn man reinguckt, ich dachte jetzt, da ist irgendwie nochmal eine Beschreibung oder ein Gefäß, mit dem man braucht, oder aber das ist einfach Wasser. Ja. Also hier auf dem Weg gibt es immer mal wieder so kleine Brunnen, wie Julia gerade untersucht hat. Ja. Aber wir haben sie ja noch nicht in Anspruch genommen. Seht ihr den Weg? Ich selbst sehe ihn kaum. Schaut mal, wir haben den Panoramateil der Etappe 14. Und das wird hier. Da gibt es sogar eine Bank. Aber wir waren ein bisschen zu voreilig. Wir haben nämlich schon unten gerastet und unsere Doppelkekse ausgepackt. Weil wir einfach Hunger hatten. Oh, die ist aber niedlich hier, die Bank. Ja, nichts. Steht eine Bank. Ja, die sieht so klein aus, oder? Die sieht so ein bisschen wie so ein Tisch aus. Und dann, wenn man drauf kommt, ist die aber gar nicht so groß. Komm, setzt euch mit uns. Ja. Oh. Und genießt die Aussicht. Unser Platz für die Nacht. Super, super schön. Also, ja, so eine Aussicht, was soll man da noch mehr sagen? Und perfektes Herbstwetter. Ja, ja. Bei uns gibt es jetzt eine kleine Gemüsebrühe mit Aussicht, um noch ein bisschen aufzuwärmen und noch ein bisschen Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Da freue ich mich jetzt. Matthias hat hier ganz doll gezaubert, während ich den Pumpsack bedient habe. Man sieht es zwar kaum, weil die Soße darunter ist, aber wir genießen jetzt eine Portion Pasta. Richtig, ja. Jetzt wird es auch richtig frisch. Ja. Die Sonne ist untergegangen oder fast am Untergehen. Ja, ich denke, nach dem Essen gehen wir auch ins Zelt. Ja. Vielleicht noch einen Drohnenflug, oder? Live, der erste Blick auf den See am Morgen. Alles sehr nebelverhangen. Und wir haben gerade 2 Grad und heute Nacht ging es auf 0 Grad runter. Ja, es ist echt zu verdenken, wer immer als erstes aus dem Zelt rauskriecht, wer sich traut und wer noch im Schlafsack liegt. Kaffee im Zelt. Zum Wohl. Mit Ausblick. Und der Kaffee riecht auch richtig gut schon. Wir brechen auf für heute. Ja. Und es fühlt sich auch jetzt von der Temperatur wieder perfekt an. Ja, es ist noch ziemlich frisch. Ja. Aber ich denke, wir wärmen gleich auf. Ja. Das Wandern. Wie viel Grad hat man Nacht? Bis minus 0 Grad ist es runtergegangen. Boah. Ich finde, das merkt man immer gar nicht so im Zelt. Also gerade wenn wir so... Ja, wenn man den Kopf aus dem Schlafsack steckt, merkt man es. Aber im Schlafsack nicht. Ja, da ist es so mollig warm. Wir mussten leider einmal heute Nacht immer kurz raus, aber also ich habe mich nicht alleine getraut und war da froh, dass Matthias irgendwann mal so gesagt hat, willst du nur raus? Ich so, bingo! Ich habe mich einfach nicht getraut wegen den ganzen Tieren hier drumherum. Und und als wir rausgestiegen sind, war ein mega Sternenhimmel zu sehen. Und wirklich so klar, so groß leuchtend. Und vor allem haben sie sich auch in der Seeoberfläche gespiegelt. Also vielleicht müssen wir uns doch heute Nacht mal in der Kasse stellen. Oh, ich habe es gar nicht so mitbekommen, ja, weil ich meine Brille nicht auf hatte. Oh nein, heute wirklich Nacht. Nicht. Also ich habe schon gesehen, dass der Sternenhimmel da ist, aber mehr auch nicht. Oh, dann müssen wir das heute Nacht nochmal machen, weil das war wirklich auch im See waren überall Sterne drin quasi durch die Spiegelung. Okay. Neben uns sieht man den See durchschimmern, an dem wir genächtigt haben. Schaut euch mal die Landschaft an hier. Lauter moosbewachsene Hügel. Jetzt erinnert mich an so einen Science-Fiction-Film. Wieder eine Bank im Nirgendwo, aber wieder mit fantastischem Ausblick. Sehr schön. Es hat angefangen zu regnen. Die schöne Zeit ist vorbei. Matthias meinte sich gerade, hoffentlich lohnt es sich jetzt wieder die Regenjacke anzuziehen, weil er gerade ausgezogen hat. Ich war so, naja, also auf der einen Seite verstehe ich hier sein Ansinnen, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, trocken ist auch ganz nett. Ja. Ja, aber wenn das so jetzt bleibt, alles fein. Ja, und außerdem, wir laufen, wir sind eingepackt, wir haben noch nicht die Regenhosen an. Ja. Könnten noch aufrüsten. Ein besonders schöner Ahorn. Nicht groß, aber herbstlich.
Oh, jetzt geht's schnell hier runter. Wir haben hier so einen Staudamm entdeckt und haben uns noch gefragt, ist der jetzt vom Mensch gemacht oder vom Tier? Und dann ein paar Meter weiter sieht man die Antwort. Seht ihr den Baumstumpf? Also hier ist eindeutig ein Biber am Werk. Und der Baum, wenn er umfällt in die falsche Richtung, fällt er auf die Stromleitung. Ich muss schon sagen, Trekking ist einfach eine richtig, richtig tolle Form des Urlaubs. Also gerade wenn man so diese Abschnitte hat und man wirklich nur daran denkt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und zu gucken, wo man hintritt. Der Kopf ist frei, man hat nichts anderes. Man ist so ungestört, niemand ist da, man hat die frische Luft. Also jeder, der darüber nachdenkt, das mal auszuprobieren, macht es einfach. Es ist richtig toll. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem Pferdschausprung, an dem wir gerade vorbeikommen, die Aussicht noch mal schöner wird, weil man noch mehr die Weite des Sees genießen kann. Wir haben jetzt Etappe 14 geschafft und starten auf Etappe 13. Und schaut mal bei der Beschreibung. This section is a stretch of real wilderness. Dann, wir sind gespannt. Bereit für die richtige Wildnis. Auf jeden Fall. Los geht's. Matthias liebt diese Stege, seitdem wir in Lappland auf dem Kungsleben unterwegs waren. Da gab es sie nämlich ganz, ganz oft. Und einmal das Strahlen zeigen. Ja. Echt schön, ne? Ja. Lappland war noch besser, weil da Wasser drunter war. Ja, da war immer so ein bisschen dieses Risiko. Stürzt man rein, stürzt man nicht rein. Mit jedem Schritt hat es über die Polen geschwappt. Ja, das war schon gigantisch. Wir machen Rast. Mitten auf dem Weg, weil es kommt da sowieso keiner außer uns. Mit Blick auf den See. Ja, wir haben heute wirklich keinen anderen Menschen bis jetzt gesehen, oder? Nein. Ja. Es gibt Schnittlauchstreich mit Saaten Crackern. Und bei dir gibt es noch? Ein veganes Würstchen aus Seitan und Tofu. Ich bin ein großer Fan davon. Und Ingern auch. Matthias nicht. Die macht er uns nicht streitig. Wir haben einen Turm entdeckt. Ich nehme euch mal mit hoch. Wirklich, mein Schatz? Ja. Oh, pass auf. Die Flagge hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Voll Energie. Ihr seht es am Stand der Sonne. Heute sind wir ein bisschen länger unterwegs. Sieht zwar sehr malerisch hier aus, man könnte auch gut ein Zelt aufschlagen. Aber wir gehen doch noch ein bisschen weiter.
Wir haben unseren Platz für die Nacht gefunden. Freust du dich? Ja, es ist schon traumhaft schön. Das Zelt steht. Mit den letzten Sonnenstrahlen. Und morgen früh wachen wir mit diesem Ausblick auf. Es gibt bei uns einmal Sweet Potato Curry und noch 2 5 Minuten Terrine. Ich versuche mich gerade ein bisschen herzurichten. Matthias hat trotzdem schon mit dem Film angefangen. Ja, keine Rücksicht, das wahre authentische Leben. Ich mache mich eigentlich auch fast nie schick für die Kamera, was wahrscheinlich auch jedem vorher schon aufgefallen ist in den Videos. Aber jetzt habe ich mich eben selbst gesehen und dachte, okay, das nimmt mir reicht. Und was ihr hört, ist übrigens der Gaskocher. Es ist so kalt hier, dass unser technische Foodbag sofort auskühlen würde, während es durchzieht. Wie halten wir es warm? Tja, mit Körperwärme. Julia brütet es aus. Ja, aber ich freue mich da jetzt auch gerade. Ich habe mich eben nach dem Umrühren den Löffel abgeleckt. Das ist sehr lecker. Und zusätzlicher Vorteil, die Oberschenkel sind unheimlich warm. Wer anfällig für Blasenentzündung ist, ich nicht. Aber alle anderen. Immer ein taktischer Fußwerk zwischen den Füßen haben. In der Abendstimmung ist der See total friedlich. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.